So, hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Lautsprecher und ich begrüße euch wieder bei Sally Face. Jawohl, und ja, ihr wisst ja, was in der letzten Episode passiert ist, wenn ihr fleißig geschaut habt. Wir konnten Ash befreien aus diesem dunklen Tempel, der sich unter dem Wohnhaus befunden hat. Und jetzt sind wir in so einer Art Traumwelt. I have no idea what's going on. So, jetzt fragen wir den mal hier. Den Belzebub. Wer bist du? Ich bin Fürst Belzebub. Wow, echt? Du bist der Teufel oder sowas ähnliches? Nein, es ist ein Spitzname, an mich verliehen von meinesgleichen. Familien können so grausam sein. Wie wahr? Darf ich durch diese Tür gehen? Du bist gerade erst gekommen. Nein, du darfst hier nicht weiter. Okay. Zuerst musst du meine Kunstwerke bewundern. Deine Kunstwerke? Ja. In der Finsternis sind es 5. Das 5. darfst du nicht sehen. Von den übrigen 4 musst du 3 bewundern, um zu verstehen. Aha. Sobald du dies getan hast, darfst du dich wieder melden. Klar, ganz wie du willst, Edgar. Für dich immer noch Belzebub. Fürst Belzebub. Okay, Bubi. So, bin gleich wieder da. So. Dann gehen wir mal in Tür Numero Uno. Können wir hier den... Nee, können wir nicht nehmen. Oha. All eyes on me. Es klopft an der Tür. Und ich konnte wieder sehen. Ich war wieder ich selbst. Plötzlich wurde ich zum Handeln gezwungen. Und diese Freiheit entpuppte sich als Illusion. Ich musste alles mit ansehen. Ich war gefangen in meinem eigenen Geist. Ich habe entsetzliche Dinge getan. Unverzeihliche Dinge. Okay. Numero 2. Gehen wir mal in die Richtung. Oha. Was haben wir getan, um dieses Leid zu verdienen? Sie hätten uns alle verschlingen sollen. Nichts konnte sie aufhalten. Die brennenden Lichter der Götter schwanden, ihre wachsamen Augen verzehrten sich unter den Schreien. Danach war es alles schwarz. Aha. Auch sehr aufschlussreich. So, und dann Tür Numero Uno, dos, tres. Genau. Oha. Trauernrot. Bevor er mich fand, war ich ein Wrack, zerstört und verloren. Er sah in mein Gesicht und sah mich, wie ich war. Nachdem mich alle verlassen hatten, nach Jahren, in denen mich niemand wahrnahm, sah er mich und wir verliebten uns. Und alles war gut. Alles war gut. Bis der Traum wieder zerbrach. Und nun gibt es nur noch Qual. Alles zerfällt zu nichts. Aha. Okay, okay. So. 4 können wir uns auch noch anschauen. 5 ist verbarrikadiert. Oh, 4 ist auch verschlossen. 1, 2, 3. Wow, ich glaube, ich will auch gar nicht da rein. Aber waren hier irgendwelche Zeichen, die ich vielleicht nicht verstanden? Ah! Guck mal da. Okay.
We will soon be gone. Aha. Aber sagt mir trotzdem nichts irgendwie. So, 4. Ich habe immer noch keinen Plan. Achso, warte mal. War es nicht dieses Zeichen da noch? Naja, auf der anderen Seite. Achso, warte mal, vielleicht war es. Gab es das jetzt nicht noch auf der anderen Seite? Warte mal, ich muss mir das nochmal angucken in 1. Oder? Da war doch das Zeichen gewesen. Nö, das ist das normale. Ja, das hatten wir doch gehabt. Na, ist ja auch egal. Ja. Keinen Plan. Kein Plan. Gehen wir mal wieder zum Belzebub. Entschuldigung, Fürst Belzebub. Könntest du dir ein kleines Gedicht wiederholen? In der Finsternis sind es 5. Das 5. darfst du nicht sehen. Von den übrigen 4 musst du 3 bewundern, um zu verstehen. Sobald du dies getan hast, darfst du dich wieder melden. Okay. Also, spähende Augen. Sie sind erfüllt von Reue und Schmerz. Ihre Sünden. Sie leiden furchtbare Schmerzen. Und Rabanrot. Sie sind am Boden zerstört. Darf ich jetzt durch die Tür gehen? Wenn du durch diese Tür gehst, gibt es kein Zurück mehr. Danke. Okay, gern geschehen. Man sieht sich, Bubi. Okay. Tatsächlich mal da durch. Bin mir auch sicher, wir hätten auch irgendwie durch 4 gekonnt. Aber, naja. Okay. Oh mein Gott! Oh mein Gott! What's happening here? No, Ausschlag, doch hier, jetzt, okay. 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 Überall das gleiche Programm. Ist irgendwo eine Videokassette drin? Hätten wir eine gebraucht? Ja. Nothing happened. Okay, dann verlassen wir mal das Teil hier. So. Ich weiß ja auch nicht. Oh, okay. Oh, und Sally Face ist ziemlich groß geworden. Bladycorn. Oh, sind das ihre ganzen Masken, die sie jetzt bisher hat? Okay. Wudum. Oh, mein Ladegerät? Hä? Wo ist mein Handy? Ja, that's a really good question. Gehen wir mal hier raus. Oh, guck mal. Ein Gamecube. Nice. So. Keller. Gehen wir jetzt aber noch nicht hin. Wir gucken mal weiter. Okay. Was ist denn hier los? Ziehen wir aus oder ist es ein neues Haus oder so? Es scheint so. Da können wir raus, okay. Und dann gehen wir mal ins obere Stockwerk. Wer ist denn das? Ist das nicht hier Todds Boyfriend? Neil, okay. Morgen, Celio. Was gibt's? Hä,
Hey Neil. Keine Rossschwänze heute? Ich hab dich noch nie mit offenen Haaren gesehen. Hätte dich fast nicht erkannt. Ja. Alles in Ordnung, Kumpel? Du scheinst irgendwie neben der Spur zu sein. Ja, mir geht's gut. Hast du schlecht geschlafen? Ich hab gehört, dass du ein paar Mal gestern Nacht aufgestanden bist. Im unteren Stock steht eine Kanne mit frischem Kaffee. Ich weiß, dass du den nicht wirklich magst, aber er täte dir gut. Ich kann keinen Tag ohne Koffeinschub beginnen. Danke, ich fühle mich ein bisschen müde. Keine Ursache, Sergio. Okay. So, da hätten wir mal mit Sergio gesprochen. Auch mal eine Erfahrung für uns. So, dann gehen wir mal in den Keller. Aha. Okay. Unsere Katze ist immer noch am Start. Gizmo. Alter, im Ernst? Wo kriegst du nur diese Aufkleber her? Aha. Okay. So, hier. Verlassen. Okay. Ein Gartenhäuschen haben wir auch. Oder einen Schuppen, besser gesagt. Wir haben das Schloss gerade erneuert und ich weiß nicht, welchen Code Todd genommen hat. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Deswegen gehen wir mal wieder weg. So. Alrighty then. Alrighty. So. Gizmo hat schön ringekackert. So. Warte mal, war da jetzt noch? Warte mal, Badezimmer. Okay, Badezimmer waren wir auch tatsächlich noch nicht. Aber ist alles normal. Deswegen können wir schon wieder raus. Sollen wir mal jetzt die Wohnung verlassen? I think so. So. Es ist so hell draußen. Okay. Das heißt, ich kann, die Wohnung nicht verlassen oder wie oder was oder wo? Sollen wir dann doch nochmal mit ihm hier quatschen? Ja, okay. Wir kriegen die Möglichkeit. Hast du mein Handy gesehen? Nirgends zu finden. Ach ja, habe ich gestern Nacht auf der Veranda gefunden. Ich wollte es nicht draußen lassen. Hätte ich schon fast wieder vergessen. Danke, ich habe gar nicht mitbekommen, dass ich es vergessen habe. Kein Problem, kann jedem passieren. Hier, bitte. Wo ist Todd? Er hat Unterricht. Oh, stimmt ja. Was macht die Geisterjagd? Todd hat gemeint, dass in letzter Zeit nicht viel los war. Nicht viel los? Ich wünschte es, ich meine, ja, nicht viel los. Es war wirklich nicht viel los. Ihr Jungs versucht doch nicht etwa wieder mit mich zu beschützen, oder? Es ist lieb von euch, aber ihr wisst, dass ich damit klarkomme, oder? Außerdem bin ich 2 Jahre älter als alle von euch. Nein, es ist nur so, wir... Ja. 4 Freunde leisteten einen Schwur vor fünf Jahren und ich respektiere eure Loyalität. Eigentlich finde ich das wirklich sehr süß. Hä? Apropos süß, ich habe gehört, dass die liebreizende Ash heute herkommt. Der einsame Wolf der 4 Reiter kehrt zurück. Freust du dich? Wir treffen uns heute im Nachmittag. Also, heißt das so viel wie nein bezüglich der Freude? Nein, ich kann es kaum erwarten, sie zu sehen. Ich bin nur, weißt du, ich bin heute sehr müde. Na, da ist immer noch Kaffee im unteren Stock. Der nach dir verlangt, Sally Face. Achso, da ist immer noch Kaffee im unteren Stock. Der nach dir verlangt, Sally Face. Komm und hol mich. Hast du diese komischen... Ja, genau. Hast du diese komischen Geräusche gehört? Du musst dich schon etwas klarer ausdrücken, Mr. Schlafmütze. Gestern Nacht, da dachte ich, ich hätte eine komische Sirene gehört. Ich habe nichts gehört. Vielleicht hat Gizmo wieder bis in die Nacht ferngesehen. Nein, das war es nicht. Es war wie...
Ach, vergiss es. Wahrscheinlich nur ein Albtraum. Mann, Kumpel, bist du sicher, dass es dir gut geht? Ja, Mann, mir geht's gut. Was macht die Arbeit? Ach, verdammt, Arbeit. Ich muss heute die Morgenschicht übernehmen. Ich muss los, Sergio. Wir sehen uns. Okay, jetzt haut er ab. Neisinger. Am Computer können wir aber nichts machen und hier ist auch nichts. Da ist eine Nachricht an mich von Todd. Okay. Mama. Ach, da ist mein Handy. Eine Notiz von Todd mit dem neuen Code für die Hütte. Es war eine gute Idee, sie zu verstecken. Ah, hier ist die Code. Ah, ja. 40, 35, 364. Alles klar. Sollen wir noch das Handy inspizieren? Mein Handy erinnert mich an die guten alten Walkie-Talkie-Zeiten. Ach ja. Ein LG. Also, ja. Ne? Man weiß direkt, was hier im alten Club-Handy ist, nachempfunden ist. Die Batterie ist leer. Ich muss sie zuerst aufladen. Ja. Okay, dann gehen wir mal wieder zu unserem Ladegerät. Ganz logisch eigentlich, ne? Das war in meinem Zimmer, war in meinem Zimmer. So. Okay. Gut, dann glaube ich, gehen wir mal tatsächlich zum Shoppen. Verdammt. Verdammte Axt. Muss man da durch den Keller? Ich glaube ja, ne, oder? Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube schon, ne? Doch, das so war das, ja. So, genau, jetzt kommen wir zum Schuppen. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Was war das? 40, 3, 5, 3, 6, 4. Okay. Also oben steht es ja noch 40, 3, 5, 3, 6, 4. Ja, Mann, ich muss das mal wegmachen. 40... 3, 6, 3, 4, was gebe ich denn ein? Ach, 6, 4, na, 40, 3, 5, 3, 6, 4, got it. 40, 3, 6, 3, 6, 4, sag mal. Bin ich jetzt blöd? 40, 3, 5, 3. Oh, Alter. Okay. Ihr habt bestimmt schon die ganze Zeit geschrieben. Nein, 3, 5, 3, du hast. Und jetzt 6, 4 und jetzt passt das. Tada! Hereinspaziert in die gute Stube. Oh, yeah. Brett. Ich kann nicht glauben, dass wir schon 5 Jahre daran arbeiten. Und je mehr Verbindungen wir finden, desto weniger Sinn scheint es zu ergeben. Zeug? Ist dieser Kult immer noch aktiv? Wenn ja, wo sind sie dann alle? Okay. Arbeitsplatz. Es war so cool von Rob, unser Equipment zu finanzieren. Als er rausgefunden hat, was wir machen, war er überzeugt, dass wir echte Geisterjäger sind. Wer ist denn Rob jetzt eigentlich? Hab keinen Plan. So. War hier noch was? Noch irgendwas Interessantes? Aber können wir diese Kassette nehmen? Hä? Was hängt da für ein loses Band? Oh mein Gott. Ah, Phantom. Nice, das schieben wir mal rein. Ich sah die verschwimmende Gestalt eines Mannes. Irgendwas war wichtig an ihm. Ich kann es fühlen. Es ist, als würde eine längst vergessene Erinnerung mich bemerkbar... Was? Nochmal. Es ist, als würde eine längst vergessene Erinnerung sich bemerkbar machen. Sein Äußeres verändert sich ständig. Es wechselt zwischen scharf und unscharf. So als wäre er in einer anderen Dimension gefangen. Ein Phantom außer Reichweite. Oder bin ich vielleicht das Phantom und ist er noch unter den Lebenden?
Ich habe versucht, ihn auf mich aufmerksam zu machen, aber es scheint, als könnte er mich weder hören noch sehen. Okay. Interessant. Ist sonst noch irgendwas interessant? Ja, das kennen wir. Okay, da ist auch nichts mehr. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir diese Folge für heute. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn so ist, zeigt es mir gerne mit einem Daumen. Könnt natürlich auch was in die Kommentare schreiben, das freut mich immer wieder. Und dann sehen wir uns schon bei der nächsten Folge, die dann morgen folgt. Seid dann wieder bereit, das würde mich freuen. Ab 16 Uhr ist er am Start. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye.